Hallo zusammen, heute mal wieder ein Video am Donnerstag und ich freue mich darauf, heute mit euch die Produkte aus meinem letzten DM-Haul auszuprobieren. Gezeigt habe ich euch die Produkte alle schon und ihr wisst, was auf euch zukommt. Ich würde sagen, ich starte jetzt mit meinem Gesicht, möchte allerdings vorher ein Produkt auftragen, was ich jetzt nicht neu gekauft habe. Das ist von Physicians Formula. Dieser Primer, das ist der Butter Believe It Putty Primer. Da habe ich festgestellt, wenn ich mir den vorher auftrage, zumindest rechts und links von der Nase so ein bisschen, dass der so einen leichten Weichzeichner macht und die Poren so ein bisschen verschwinden lässt. Und das mag ich ganz gerne. Der bereitet die Haut ganz gut vor. Natürlich ist sie schon gepflegt. Ich habe heute Morgen mein Gesicht gewaschen und schön eingecremt. Sieht man, glaube ich, auch. Und ich bin jetzt gespannt, was die Produkte so können. Ein Produkt muss ich nicht mehr allzu viel testen. Das trage ich mir jetzt als erstes auf. Das ist von L'Oréal Paris, das Infallible Fresh Wear 24 Stunden Foundation in a Powder. Ich habe das schon ausreichend getestet hier mit euch und euch auch gezeigt, wie sehr ich das liebe und wie oft ich das getragen habe in letzter Zeit. Und das Schöne ist, dass hier ein Spiegel mitkommt und ein kleines Schwämmchen, mit dem man das Produkt auftragen kann. Und genau so werde ich das heute auch machen. Denn es soll ja schnell und unkompliziert gehen im besten Falle. Das heißt, ich nehme das auf mit dem beiliegenden Schwämmchen und starte dann in der Mitte meines Gesichtes und rechts und links von der Nase. Und dann verteile ich das mit dem Schwämmchen in meinem Gesicht. Das Schöne ist, dass es ein Puder ist, was sich dann zu einer Foundation verschmilzt quasi und die Haut einfach nur verschönert und das Ganze geht super schnell. Also wenn es schnell gehen muss, wenn ihr zur Arbeit müsst oder einen Termin habt oder irgendwas und nicht viel Zeit, lieber eine halbe Stunde länger schlafen wollt, dann könnt ihr euch das wunderbar auftragen. Ich habe hier die Farbe 260 und viele fragen mich, ja, meinst du, das ist auch was für mich? Ich bin aber nicht so braun wie du. Dann nicht. Ich finde, dass es eine Farbe gibt in dieser Range von diesem Produkt, die so ein bisschen komisch ist. Ich meine, es wäre Sand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die hat so einen komischen, orangigen Unterton. Das ist die einzige Farbe, die mir nicht gefällt, die ich aber mal irgendwann gekauft habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die ist. Und die ich nicht so gerne trage. Ich mische die dann immer mit einem helleren Ton und versuche, das irgendwie noch auszugleichen. Aber aktuell passt mir halt die 260 hier super gut, weil ich auch noch so gebräunt bin. Und dann nehme ich halt nicht die hellere davon, sondern noch mal eine Stufe heller und mische die dann auch. Man kann das sehr schön auch partiell auftragen. Das heißt, ich trage mir dann hier so im Stirnbereich, Nase. Ja, jetzt war die Speicherkarte voll. Geht direkt gut los hier mit Pleiten, Pech und Pannen. Entschuldigung. Aber das hat jetzt den Vorteil gehabt, dass ich mich um die Karte kümmern musste und dabei habe ich die Farbe mal rausgesucht, die mir nicht so gut gefällt. Das ist die Farbe 245 Golden Honey. Und ich weiß nicht, ob man hier den Unterschied so gut sehen kann. Also das hier ist die 360 und das hier ist die 245. Da ist die Farbe so sehr gelblich-goldig. Ich versuche euch mal das so darzustellen. Also wenn ich die auf meine Haut gebe, kommt die nicht so schön raus. So, fassen wir es mal so zusammen. Obwohl jetzt hier so unterm Auge finde ich die gar nicht so schlecht. Naja, auf jeden Fall ist das die, zu der ich am wenigsten greife. Aber ihr seht, wie schön sich das Ganze auftragen lässt. Auch mit dem beigefügten Schwamm hier, den ich hier benutzt habe. Das verschmilzt schön mit meiner Haut. Viele von euch haben mir leider geschrieben, sie kommen mit diesem Produkt nicht so gut zurecht, weil sie trockene Haut haben. Ich würde sagen, dann müsst ihr sehr gut Pflege drunter geben. Für mich persönlich, ich habe eine eher ölige Mischhaut, speziell in der T-Zone glänze ich schnell nach und auch mit diesem Produkt glänze ich im Laufe des Tages irgendwann nach. Also es hält mich jetzt auch nicht so trocken und matt, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Trotzdem, das ist natürlich so, dass es, wenn das mit der Haut verschmilzt, noch eine gewisse Lebendigkeit zu sehen ist. Trotzdem gefällt mir dieses Produkt eben ausgesprochen gut. Was dazu geführt hat, dass ich auch unbedingt auf der Jagd war nach dem Bronzer, den sie jetzt ganz neu rausgebracht haben von L'Oréal, der Infallible 24 Stunden Fresh Wear Bronzer. Ich bin in den Laden. Ich habe geschaut, ich habe ihn nicht gesehen. Es gab einen Sonderaufsteller innerhalb der Theke und es war noch ein einziger da und der auch noch in Medium. 360, glaube ich, oder 350. Mein Gott, ich brauche meine Brille, ne? 350 Medium. Und ja, den habe ich mir natürlich gleich geschnappt. Ich glaube, 13,95 habe ich bezahlt. Hier ist auch noch dieses Etikett dran, habe ich noch gar nicht abgemacht. Ich habe, wie gesagt, vor meinem letzten Urlaub eingekauft und die Sachen lagen jetzt die ganze Zeit hier und ich werde den jetzt ganz feierlich mit euch gemeinsam aufmachen,
Das ist die Farbe. Ich hoffe, sie passt mir gut, aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus und ich glaube, damit kann man auch schön konturieren. Da fehlt ein, vielleicht ist es nicht vorgesehen, da ist auf jeden Fall kein Schwämmchen mit drin. Ich habe das jetzt gerade erst geöffnet und alles abgemacht. Es kann sein, dass hier vielleicht gar kein Schwämmchen drin sein soll. Weiß ich nicht. Könnt ihr mir mal verraten, wenn ihr den Bronzer habt, ob bei euch da ein Schwämmchen oder ein Pinselchen mit drin ist. Ist mir jetzt persönlich auch wurscht. Ich habe mir sowieso vorgenommen, das mit einem Pinsel aufzutragen. Erstmal gehe ich da rein, nehme ein bisschen was auf und ich freue mich so richtig darauf. Oh ja, und der ist genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Das sehe ich schon auf dem ersten Pinselstrich. Wunderbar, wunderbar. Ich bin jetzt schon begeistert. Ich hatte mir das auch genauso ausgedacht, aufgrund der Farbe und dass ich das halt vorher schon gesehen habe, dass es den jetzt gibt. Und dann hatte ich gehofft, dass ich ihn bekomme und dann gehe ich in den Laden und es ist noch einer da, also als hätte er auf mich gewartet sozusagen. Gott, der lässt sich total schön verstreichen. Ich habe übrigens bei dem lieben Maxim gesehen, ich glaube, das war bei Instagram, da habe ich gesehen, dass er diesen Bronzer irgendwie angefeuchtet hat. Und dann aufgetragen hat, wie einen Cream Bronzer sozusagen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er das gemacht hat, aber ich habe ja hier noch den leicht angefeuchteten Schwamm. Damit gehe ich jetzt einfach mal rein und guck mal. War ein bisschen heftig, ne? Habe ich jetzt wahrscheinlich auch zu viel genommen. Ich muss mir das, glaube ich, noch mal angucken, wie er das genau gemacht hat da bei Instagram. Aber ist natürlich viel, viel heftiger. Gefällt mir nicht so gut. Nein, das finde ich nicht so schön. Da muss ich tatsächlich nochmal nachgehen. Jetzt nehme ich auch diese Farbe, die mir eigentlich nicht so gut gefällt. Und hier nochmal so ein bisschen korrigieren, weil mir das jetzt zu heftig war. Und ich glaube, ich gehe auch nochmal mit dem Pinsel hinterher und versuche das nochmal so ein bisschen weicher zu bekommen. Ich habe jetzt vermutlich auch einen kleinen Fehler gemacht. Ich wollte das jetzt so cool nachmachen, hätte ich mir vielleicht vorher noch mal anschauen sollen, was der Maxim da gezeigt hat. Na, das war auf jeden Fall jetzt schon mal ein voller Erfolg. Ich bin, wie gesagt, schwer begeistert von den Infallible Pudern hier, also Foundation in a Powder und auch Matte Bronzer. Gefällt mir beides ausgesprochen gut. Die Foundation in a Powder habe ich euch schon zigmal gezeigt. Ich komme da wunderbar mit zurecht. Ich finde das Ergebnis hervorragend. Auch jetzt gerade zu meinem aktuellen Teint passt die Farbnummer 260 auch perfekt, finde ich. Und dazu der Bronzer kombiniert. Jetzt gerade ein bisschen heftig aufgetragen, wie in meinem kleinen Fauxpas gerade. Aber auch die Farbe gefällt mir äußerst gut. Ich werde den beim nächsten Mal nur mit dem Pinsel auftragen. Und ein bisschen leichter. Aber gut, vielleicht mache ich nachher noch zwei, drei Fotos für Instagram. Da ist es immer gut, wenn man ein bisschen mehr geschminkt ist, weil das Licht vom Fotoapparat dann immer alles so ein bisschen vom Fotoapparat. Ne? Ich rede hier wie so eine alte Oma. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Bei Fotos wird immer sehr viel geschluckt, wenn man dann auch noch Licht dazu anmacht. Punkt. Ihr merkt schon, ich muss mich noch so ein bisschen reinfinden. Das Gute ist auf jeden Fall, dass ich jetzt schon alles drauf habe. Also ich verwende keinen zusätzlichen Concealer, den ich mir jetzt noch einarbeiten müsste. Ich verwende kein zusätzliches Puder, womit ich jetzt noch irgendwie was fixieren müsste. Das habe ich jetzt alles in diesem Infallible-Produkt, also in dieser Foundation in a Powder schon drin gehabt. Für mich ersetzt das auch tatsächlich den Concealer und die Foundation und das Puder, das ist für mich so ein 3-in-1-Produkt. So benutze ich es zumindest und es ist für mich hübsch, unkompliziert und das nehme ich auch sehr gerne mit, wenn ich unterwegs bin. Denn dadurch, dass ich nochmal so ein bisschen nachglänze über den Tag, greife ich unheimlich gerne dazu, nehme mir das Schwämmchen nochmal raus, auch ohne Produkt aufzunehmen und tupfe dann nochmal über meine glänzenden Stellen drüber, dass ich wieder abmattiert bin. Ich freshe damit quasi mein Make-up nochmal auf und es gefällt mir sehr gut. Und der neue Bronzer gefällt mir auch sehr gut. Also ich bin rundum zufrieden, jetzt erstmal damit. Und jetzt möchte ich mich meinen Augenbrauen widmen und da probiere ich mal aus von Essence das Brow Like a Boss Ink Brow Gel. Das hatte ich euch ja gezeigt bei meinem Haul und auch gesagt, dass mich das irgendwie angesprochen hat. Und Brow Like a Boss, das verspricht ja schon eine ganze Menge. Das kommt in so einem Behältnis hier. Und ich hatte das im Laden kurz aufgemacht, zumindest den Tester, und habe gedacht, naja, also da ist vorne so ein, ja, ein kleines, wie so ein kleiner Pinsel dran, wie man den Pinsel auch verwenden würde, wenn man es aufträgt. Ich suche mir mal gerade einen raus.
Sowas hier meine ich jetzt, ne? Also Pinsel ist in der Regel ein bisschen breiter, ein bisschen größer. Den lege ich mir jetzt schon mal parat, falls das hier in die Hose geht. Ink Brow Gel Waterproof. Das heißt, ich muss jetzt vermutlich ein bisschen schneller arbeiten damit. Ich fange jetzt mal nicht vorne an, sondern eher hier so. Ich habe das auch im Blond gekauft. Oh. Das geht aber erstaunlich gut. Ich glaube, damit kann ich doch in den vorderen Bereich gehen. Und mir hoffentlich den Pinsel auch sparen. Wow, vielleicht hätte ich es doch in hellbraun oder so nehmen sollen. Oh, das gefällt mir jetzt gerade. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich habe jetzt gedacht, es gibt jetzt bestimmt so ein Geschlumse am Auge. Aber nochmal kurz durchgebürstet, habe ich ja jetzt quasi schon mein Ergebnis. So wie ich es haben will. Eventuell ein bisschen hell für mich. Und vielleicht kann ich das hier noch mal so ein bisschen ausgleichen. Bin ich ein bisschen hochgerutscht mit. Vielleicht auch noch mal mit dem Puder hinterher, wo ich mich jetzt vermalt habe. Das funktioniert aber auch ganz gut. Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Also habe ich jetzt nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Habe ich aber, glaube ich, gerade schon gesagt. Wenn das jetzt noch waterproof ist und wenn es angetrocknet ist, gut hält, Hut ab, dann bin ich begeistert. Langanhaltendes, farbiges Augenbrauengel für perfekte Brauen bis zu 72 Stunden. Kein Verschmieren, wasserfest. Mehr steht da nicht drauf. Ich mache jetzt mal die andere Seite auch. Ich muss gestehen, ich habe meine Augenbrauen gefärbt und habe die ein bisschen dunkler gefärbt als normalerweise, weil ich nichts anderes mehr da hatte. Und deswegen könnte es auch sein, dass es jetzt vielleicht ein bisschen hell wirkt. Aber ich finde das eigentlich noch ganz okay. Was sagt ihr? Ist ganz spannend, dass man hier den passenden Pinsel quasi schon in das Produkt getränkt mit dabei hat. Was mir fehlt, ist ein Bürstchen. Aber da habe ich ja genug von anderen Augenbrauenstiften. Da könnte ich ja jetzt hier nochmal so drüber gehen und nachbürsten. Finde ich gut. Gut, gefällt mir für heute. Ich guck mal, ob ich mir das Produkt nicht doch noch Brow Like a Boss hier in hellbraun oder so noch zulege. Dass es ein bisschen dunkler ist, schaue ich mir auf jeden Fall noch mal an. Für die Augen war ich auf der Suche nach einem leicht schimmernden Bronzeton. Den habe ich hier gefunden mit dem Essence Long Lasting Eye Pencil in Waterproof in Sparkling Brown. Und genau den trage ich mir jetzt auch auf. Das ist so einer zum Rausdrehen. Da gehe ich einfach oben an meinen Wimpernkranz und halte den so leicht schräg und male mir damit einen etwas breiteren Streifen hier hin. Ein bisschen unordentlich, also mache ich jetzt nicht super ordentlich und greife mir dann einen etwas fester gebundenen Pencil Brush. Das wollte ich eigentlich mit dem Pencil Brush von Essence machen, ne? Moment mal eben, ich hatte doch auch die Pinsel alle gekauft. Jetzt liegen sie hier und ich benutze sie nicht. Ach ja, ich merke schon, ich muss noch reinkommen. Hier habe ich nämlich jetzt auch so einen angestreckten Pinsel für die Augenbrauen gekauft gehabt. Ach, ich bin so ein Esel. Das wollte ich doch mit reinbringen. Ach Gott, ich war so abgelenkt vorhin. Die sind nämlich echt gut, die Essence Pinsel. Den brauchte ich jetzt gar nicht, weil bei dem Essence Augenbrauenprodukt ja schon so ein Pinsel dabei war. Hier habe ich jetzt den Eyeshadow Brush. Den packe ich jetzt aus und werde damit, weil der ein bisschen fester gebunden ist, den Kajalstift hier so ein bisschen ausblenden, solange er noch feucht ist. Deswegen habe ich mich jetzt auch ein bisschen beeilt. Statt Lidschatten sozusagen. Und das funktioniert in der Regel immer sehr gut mit wasserfesten Stiften, so wie der jetzt hier von Essence auch ist. Der ist auch, ich finde, der sieht schön weich aus durch diesen Schimmereffekt, den der mit drin hat. Das ist dann nicht einfach nur dunkelbraun matt oder gar schwarz. Schwarz wirkt manchmal auch ein bisschen zu hart. Aber durch diesen Schimmereffekt wirkt der wirklich sehr weich. Und wenn ich sofort dran gehe und den so ein bisschen ausblende, sieht das auch sehr schön rauchig aus. Das gefällt mir total gut. Wenn das dann angetrocknet ist, hat man in der Regel den ganzen Tag Ruhe, weil das ja jetzt durch Schweiß zum Beispiel in der Sonne, wenn man jetzt viel schwitzt oder so, auch nicht verwischt, dadurch, dass es wasserfest ist. Also eigentlich das perfekte Produkt und man muss nicht ganz so viel am Auge rummalen und hat trotzdem die Augen betont. Ich hatte jetzt ehrlicherweise nicht darauf geachtet, ob es noch andere Schimmerfarben gibt von diesem Long Lasting Waterproof
Kajal hier von Essence. Das fände ich nämlich, glaube ich, auch ganz schön in so einem Schimmerblau oder Grün oder eine andere Farbe, die man gerne am Auge trägt. Das gefällt mir schon ganz gut. Sieht auch schön betont aus und trotzdem natürlich. Also der bekommt von mir alle Daumen hoch. Shimmer Brown Long Lasting Eye Pencil von Essence. Flat Powder Brush habe ich auch noch. Ist vielleicht ein bisschen groß, aber damit werde ich mir gleich den Blush auftragen, den ich noch gekauft habe, damit der zum Einsatz kommt. Ich wollte eigentlich damit zeigen, dass ich auch Pinsel aus der Drogerie sehr gerne verwende. Ich habe eine große Pinselsammlung. Ich habe auch viele hochwertige Pinsel, auf die ich nie wieder verzichten möchte. Also wenn ich da wirklich ein tolles Make-up schminke, greife ich gerne darauf zurück, benutze die unheimlich gerne und die halten auch sehr, sehr lange. Bei den günstigen Pinseln habe ich mich jetzt für Essence entschieden, weil ich die fast noch ein bisschen besser finde als die von Ebeline. Wobei die von Ebeline auch ganz gut sind. Hier mag ich allerdings das Design noch ein bisschen mehr. Die sind schön weich und da kann man problemlos, wenn man sich noch nicht so gut auskennt oder nicht so viel Geld hat, einfach damit eindecken bzw. hier ein paar Pinsel auswählen, die man für den täglichen Gebrauch benötigt. Da macht man nichts mit falsch und man liegt sehr günstig hier im Preis. Wichtig ist nur, dass ihr die Pinsel regelmäßig reinigt. Ich nehme dafür entweder Kernseife oder eine Pinselreinigungsseife, ein bisschen lauwarmes Wasser. Dann zwirle ich das so, wasche die gut aus und lege sie hin zum Trocknen. Man sollte sie niemals aufstellen, weil dann die Flüssigkeit in die Pinselhärchen reinläuft und sich hier unten dann den Kleber auflösen kann. Das ist suboptimal, dann lösen sich irgendwann die Härchen und der Pinsel löst sich in seine Bestandteile auf. Das wollen wir nicht. Also wenn ihr den regelmäßig sauber macht, mindestens einmal die Woche. Ich mache das auch gerne nach jeder Benutzung, weil ich danach wieder eine andere Farbe verwende und da nicht durcheinander kommen will. Das ist aber meine persönliche Präferenz. Ich bin da auch so ein bisschen gaga. Und dann lege ich das, weil ich bei mir so eine schöne Ablage habe, zum Trocknen hin. Und am nächsten Tag sind die wieder trocken und ich kann sie wieder verwenden. Ja, das wollte ich nur noch mal ganz kurz zu den Pinseln sagen, warum ich die überhaupt auch gekauft hatte. Und ich wollte halt noch mal ein Anfänger-Make-up machen. Da werden die Pinsel auf jeden Fall auch noch mal zum Einsatz kommen. Denn ich hatte ja auch noch so einen Foundation-Pinsel gekauft. Den brauchte ich ja jetzt nicht bei dem Puder. Ihr seht schon, heute ist es sehr warm. Das Ganze verschmilzt jetzt schon unheimlich gut mit meiner Haut und sieht jetzt schon sehr lebendig aus und nicht totmattiert, wie man vielleicht denken könnte bei einer Puder Foundation. Ich möchte jetzt Folgendes machen und zwar noch einen Eyeliner auftragen. Den habe ich auch gekauft von Essence. Das ist der Eye Dip Eyeliner in Braun und auch waterproof. Das müsste also auch den ganzen Tag halten. Den hatte ich mal in Schwarz und der hat vorne so eine, wie so eine Filzstiftspitze. Das ist eigentlich sehr handlich und liegt auch gut in der Hand, dass man eine ganz gute Kontrolle hat darüber, wie man den Eyeliner jetzt zieht. Und den werde ich mir nur ganz nah am Wimpernkranz entlang auftragen, weil der den Blick noch einmal ein bisschen intensiviert. Dadurch, dass er braun ist, nicht ganz so hart wirkt wie ein Schwarz. Und ich fange so in der Mitte an, ziehe den gar nicht bis vorne durch. Und wenn der angetrocknet ist, sollte der auch den ganzen Tag halten. Darunter habe ich ja schon den Kajalstift so ausgeraucht und verteilt und auch schon mal so ein bisschen einwirken lassen, dass der auch wirklich wasserfest sein kann und den ganzen Tag hält. Und wenn man dann darüber ganz knapp an den Wimpern nochmal mit einem flüssigen Eyeliner entlang fährt, hat man wirklich den ganzen Tag was davon und es sieht ein bisschen intensiver aus. Der fühlt sich feucht an am Auge, aber der wird antrocknen. Ich mag den Umgang mit diesem Produkt gerne, weil der, wie gesagt, gut in der Hand liegt. Ich kann ihn kurz greifen, habe dann wirklich Kontrolle, wenn ich meine Hand hier so ablege, kann ich ganz nah zwischen die Härchen auch so ein bisschen zeichnen. Das gefällt mir sehr gut bei dem Produkt und auch den, würde ich sagen, kann ich weiterempfehlen. Ich gucke mir das jetzt im Laufe des Tages nochmal an oder warte jetzt nochmal eine Stunde. Ob der nicht doch irgendwie verschmiert, das würde ich euch dann, wenn, dann unten in die Infobox mit reinschreiben, wenn es dann doch eine Empfehlung wäre. Aber erstmal macht der einen super guten Eindruck. Bleiben wir bei Essence. Double Trouble habe ich gekauft, ebenfalls in Waterproof. Bleiben wir bei dieser wasserfesten Reihe. Hier hatte mich ja das Bürstchen angesprochen, das fand ich ganz interessant, weil es so leicht gebogen ist. Auf der einen Seite etwas längere Bürstchenhaare hat, auf der anderen Seite kürzere. Und hier gehe ich genauso ran, wie ich das immer mache. Die kurzen Härchen mit dem Bogen nach oben zuerst. Ich glaube, ich nehme mir nochmal den Spiegel zur Hand. Da sehe ich einfach besser. Und dann gehe ich ganz nah an den Ansatz der Wimpern und drücke sie quasi mit dem Bogen nach oben.
mit überall schwarze Farbe hinkommt. Dann drehe ich das Ganze um, habe jetzt den Bogen so und ziehe dann nochmal bis in die Länge durch. Okay, erste Schicht gefällt mir, sieht natürlich aus, biegt die Wimpern nach oben und macht auch ein schönes Schwarz. Mir persönlich fast noch ein bisschen zu schwach, ist aber nicht schlimm, ich kann ja noch eine zweite Schicht auftragen. Für die zweite Schicht warte ich einen Moment ab, tusche mir in der Zeit die andere Seite und mache das Produkt wieder zu, damit sich wieder neues Produkt an der Bürste sammeln kann. Hol das dann raus, mache nichts damit. Also ich streife nicht ab oder irgendwas und gebe mir jetzt nochmal eine zweite Schicht auf. Gleiche Vorgehensweise, erst die kurzen Nüppchen zum Hochschieben der Wimpern und ich fange wieder am Ansatz an. Danach drehe ich um und gehe dann mit dem Bogen bis in die Spitzen. Da brauche ich auch nicht mehr ganz so viel Aufwand. Jetzt habe ich ja schon gut vorgetuscht. Und ich würde sagen, auf den ersten Blick gefällt sie mir sehr gut. Ja, das sage ich selten über eine Mascara, ich weiß. Aber so unscheinbar, wie die aussieht, also die Farben gefallen mir nicht, weiß, blau, Double Trouble hätte ich jetzt normalerweise nicht gekauft, wenn ich nicht diesen YouTube-Kanal hätte und das ausprobieren wollen würde. Aber dadurch, dass sie waterproof ist und das Bürstchen hier wirklich gut Produkt abgibt, macht das echt auch ein schönes Ergebnis. Und da kann ich dem Ganzen eine positive Bewertung geben. Günstig kann auch gut sein, ne? Wenn das jetzt alles schön sitzen bleibt und nicht verwischt im Laufe des Tages und nicht abstipst, dann bin ich schwerstens begeistert von diesen doch so günstigen Produkten, mit denen ich jetzt mein Augen-Make-up gezaubert habe. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Kajalstift, Dip-Eyeliner und Mascara, wirklich super günstig von Essence. Und das Augen-Make-up sieht toll aus. Sehr natürlich, super schön, genau mein Style. Und ja, wie gesagt, ihr seht, es geht auch günstig. Für die Lippen habe ich mir ein Vinyl Maybelline Vinyl Lip Color Dings in Rot gekauft. Den trage ich mir jetzt auf. Ich brauche dafür eigentlich keinen Lip Liner. Ich hatte mir einen Lip Liner dazu gekauft von Trend It Up in der Farbnummer 260, 250. In der Farbnummer 250 ist eigentlich nicht nötig bei dem Vinyl Lipstick hier. Ich trage den jetzt trotzdem auf, damit ihr die Farbe einmal sehen könnt. Es ist ein schönes, helles Rot. Ich male mir die auch nochmal auf die Hand. Und ich finde, mit so einem Lip Liner, der ja auch sehr günstig zu haben ist, hier von Trend It Up, macht man definitiv nichts falsch. Der heißt Contour and Glide und die Farbe pur aufgetragen. Upsi. Hallo? Stell mich bitte scharf. Danke. Pur aufgetragen über die ganze Lippe ist auch schon ein sehr, sehr schönes Statement und hält vor allen Dingen auch sehr, sehr lange. Also man braucht nicht unbedingt noch einen Lippenstift darüber, so wie ich das jetzt mache. Man kann auch nur mit dem Lip Liner arbeiten. Aber ich liebe die Vinyl Lipsticks von Maybelline, deswegen durfte diese Farbe auch noch bei mir einziehen. Das ist die Farbe 50 Wicked. Die hat mir am besten gefallen von den roten Tönen. Und den trage ich mir jetzt darüber auf und werde auch den Lip Liner übermalen. Der hält einfach den ganzen Tag und sieht Bombe aus. Passt mal auf. Ich habe den noch nie getragen, aber die Farbe ist einfach der Hammer. Blutrot, würde ich sagen. Sehr schöne Farbe. Warum muss ich jetzt an Michael Morbius denken? Ich weiß nicht. Toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das trocknet jetzt noch an. Das Schöne ist, das ist so ein Liquid Lipstick, der antrocknet und super lange hält. Ich finde aber, der fühlt sich nicht so trocken an auf den Lippen und der hat auch ein Finish, was glänzt. Also das habe ich in der Formulierung so noch nie gesehen, deswegen mag ich die auch so gerne. Die halten den ganzen Tag, die saugen sich fest, machen aber nicht so ein unangenehmes Gefühl. Also man merkt sich schon auf der Lippe, das muss man wissen und das muss man auch kennen und mögen. Aber man hat den ganzen Tag was davon. Ich finde dieses Finish nur dabei so geil, weil es halt so glänzend bleibt und nicht so matt antrocknet, wie viele von euch das nicht mögen. Ich weiß das. Eine meiner Lieblingsfarben ist Peachy. Der ist so alltagstauglich. Dann habe ich auch noch so einen Roseton, da weiß ich jetzt gerade den Namen nicht. Und Wicked ist rot. Rot ist richtig schön. Jetzt hätte ich es fast vergessen, aber ich wollte auch noch von Trend It Up den Rosy Touch Duo Blush verwenden. Der erschien mir sehr passend für meinen aktuellen Teint. Der hat auch zwei Farben. Also einmal so ein, ich würde fast sagen, ein Bronzerton, leicht ins Peach gehende und einen etwas, ja,
so rosenholzmäßigen Ton. Ich glaube, ich mische die einfach zusammen. Ich kann jetzt aber mal in den dunkleren Ton nur reingehen mit der einen Seite, gucken, wie der pigmentiert ist und mir den hier so vorsichtig, oh, der ist gut pigmentiert, sehr gut sogar, hupala. Mit der anderen Seite, den drehe ich jetzt mal um, gehe ich mal nur in die helle Farbe hinein. Seht ihr den Unterschied? Ich weiß es nicht. Also ich werde das jetzt mal so ein bisschen in der Handfläche abmattieren und nehme jetzt mal beides auf, klopfe nochmal gut ab und verteile das erstmal auf dem Handrücken, damit es nicht so overblushed ist nachher. Ich glaube, ich muss gleich wirklich Bilder machen. Ne? Also ich habe jetzt wirklich von allem so ein bisschen viel drauf, sowohl auf den Wangen, also Bronzer, Blush. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Blush hier so gut pigmentiert ist, aber es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich würde nur beim nächsten Mal etwas vorsichtiger rangehen. Die Farbe jedoch finde ich perfekt für gebräunten Teint, weil es das Ganze nochmal so ein bisschen unterstützt und die durch diese Rotpigmente nochmal so ein bisschen Frische reinbringt, wenn man das möchte. Ich finde es schön. Es ist eher so ein matter Blush. Also der hat jetzt keine Schimmerpartikel oder sowas drin, aber gefällt mir doch sehr, sehr gut. Ich versuche das Ganze jetzt mit meinem Schwämmchen hier nochmal hier so ein bisschen abzumattieren, weil ich gerade schon so einen leichten Hitze, so eine leichte Hitzewallung bekomme. Es liegt allerdings am Wetter, bin noch nicht in den Wechseljahren, auch wenn ich das schon oft gedacht habe, aber nein. Meine Blutwerte sagen da was anderes. Die sagen, ich bin auch voll in der Blüte sozusagen und mir gefällt der Look. Total gut. Das ist für mich jetzt mehr so ein Sommerabend-Look, wenn man jetzt zum Cocktailabend eingeladen ist, sich mit den Mädels trifft, um abends noch was trinken zu gehen oder so. Auf jeden Fall abends, durch die roten Lippen auch. Und ganz so auffällig würde ich mich jetzt auch für den Tag nicht unbedingt schminken. Aber das liegt wirklich nur an den Lippen. Also die Grundprodukte, die ich hier verwendet habe, für die Haut, der Bronzer vielleicht ein bisschen leichter aufgetragen, der Blush auf jeden Fall ein bisschen leichter aufgetragen. Die Augen würde ich original so tragen, wie sie sind und dazu einfach nur ein Gloss auftragen oder was Alltagstauglicheres auf den Lippen tragen. Dann ist das ein toller Look für jeden Tag, der gut hält, auch wenn man ins Schwitzen gerät, glaube ich. Also an den Augen ist jetzt auch gar nichts zerlaufen. Meine Wimpern stoßen regelmäßig oben an meinen Augenlidern an und da merke ich immer recht schnell, ob eine Mascara wirklich hält, was sie verspricht, nämlich wasserfest ist und nicht abstüpst. Und das tut sie gerade. Und ja, das finde ich total schön. Ein richtig schöner Look. Und ich hoffe, ihr hattet mit mir zusammen Spaß daran, diese für mich neuen Produkte aus der Drogerie zu entdecken, auszuprobieren, einen Look damit zu schminken. Ich bin jetzt so richtig happy, freue mich auf den Tag, weil ihr den ganzen Tag hervorragend aussehen. Spaß. Nee, aber ich fühle mich wirklich gut damit, das muss ich schon sagen. Und ich glaube, die sind wirklich empfehlenswert, die Produkte. Ja. Das war mein Wort zum Donnerstag. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass ich wieder da bin. Und jetzt hoffentlich auch jede Woche wieder 2 Videos die Woche kommen. Immer donnerstags und sonntags sowieso. 9.30 Uhr, der Termin steht. Und donnerstags immer dann, wenn ich es schaffe. Und ich glaube, das Video war jetzt schon länger, als ich eigentlich wollte. Ich freue mich darauf, das nächste Produkt, die Nivea Cellular Cushion Foundation hier mit euch zu testen. Das werdet ihr dann am Sonntag sehen. Schaltet hoffentlich gerne wieder ein. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, wenn ihr Lust habt. Und ich sage... wunderschönen Tag wünsche ich euch. Passt gut auf euch auf und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Zum Schluss noch ein bisschen Oil Control Matte Fixing Spray von Catrice. Dazu allerdings später mehr. Das muss ich tatsächlich ein paar Mal testen, bevor ich da was zu sagen kann. Hier bei dieser Aufnahme habe ich vergessen, den Ton anzumachen. Pleiten, Pech und Pannen, das zieht sich hier durchs Video. Nochmal Entschuldigung, aber ich hoffe, das macht das Ganze vielleicht ein bisschen lockerer und fröhlicher.